Good. And now let's practice it. I think it's easier when we practice it. I watched your eyes grow wide as you saw my pain for what it was for so long. Unser Arzt und Freunde haben uns angemeldet für Make-A-Wish. Und die waren im November bei uns zu Hause. Und dann hatten die Kinder ihre Wünsche aussprechen dürfen. Und ja, nachher war alles sehr schnell und hörten wir, dass wir Skifahren durften. Das war einer der größten Wünsche unserer Kinder. Make-A-Wish Österreich ist ein Teil einer weltweiten Organisation eigentlich. Also Make-A-Wish gibt es weltweit in fast 40 Ländern, kommt ursprünglich aus Amerika. Und es gibt eben auch die Foundation in Österreich. Und Make-A-Wish hat sich an die Fahnen geheftet, dass sie einfach schwerkranken Kindern Herzenswünsche erfüllen. Wobei es jetzt eher nicht darum geht, dass materielle Wünsche erfüllt werden, sondern eher Wünsche, die man sich jetzt nicht so kaufen kann. Sei es jetzt eben da mit der holländischen Familie, die zwei Kinder haben sich einfach gewünscht, dass sie Skifahren lernen und das in Tirol. Und da hat eben Make-A-Wish Holland mit Make-A-Wish Österreich zusammengearbeitet und wir haben mit tollen Partnern da jetzt eben in Mösern den Wunsch erfüllen können. Das For Friends Hotel hat sich schon seit der Eröffnung mit der Make-A-Wish Foundation zusammengeschlossen und unterstützt kranke Kinder am Weg der Besserung oder ihnen auch das alltägliche Leben ein wenig zu erleichtern. Und das ist für uns eine große Freude, Make-A-Wish in diesem Zusammenhang in Österreich unterstützen zu dürfen. Ja, die Kinder sind sehr froh und ich habe schon lange her, dass sie so viel Spaß gehabt haben. Wir haben gewandert und einkaufen gegangen und jetzt sind wir am Skien, das ist ja super. Und der Papa, wie fühlt sich der Papa auf den Skien? Nicht so wohl. Oh.